Schönen guten Tag, wir sind heute hier im L26 Studio. Wie ich habe hier Herr von Grau neben mir, bestehend aus zwei Personen. Ich weiß nicht, sollen wir uns siezen oder duzen? Duzen ist gut. Und ich? Auf jeden Fall duzen. Dankeschön. Es wäre nett, wenn ihr mich siezen würdet, also, damit wir da nicht durcheinander kommen. Nein, ich muss sagen, ihr habt ein neues Album herausgebracht. Ich durfte schon reinhören. Und wie heißt es denn? Und beziehungsweise, was gibt's dazu zu sagen? Gab es Highlights bei der Aufnahme? So viele Fragen auf einmal. Das Ding heißt Revue. Gibt sozusagen, ist ein richtiges Herr von Grau Album. Mit ganz vielen Liedern drauf. So mit Beats und Sprechgesang. Highlights der Aufnahme gab es einige. Eins davon war, dass ich gerade einrappte und Kratz auf einmal nicht mehr auf dem Bildschirm sah, auf dem ich ihn sonst immer sehe. Mir dachte, wo ist denn der? Auf einmal kriege ich von hinten einen Schlag. Da ist Kratz einfach rübergerannt und hat mir eine verpasst, weil ich ihm nicht aggressiv genug war. Aber so richtig, dann war die Tür wieder zu, ich konnte mich nicht mehr wehren. Oder ich sitze Beats produzierend in Kratz in der Küche. Kratz geht schlafen, ich mache die Nacht durch und die ganze Nacht über hängt seine Vogelspinne am Rand des Terrariums circa so und guckt mich an und versucht meine Gedanken zu lesen. Also ich war mir sicher, dass sie das versucht hat, aber ich habe sie nicht gelassen. Ich habe sie mit Pizzaschachteln zugebaut. Und der Chef sozusagen hier an den Maschinen ist der Kratz und der kann sich ja dann mal selbst vorstellen. Vorstellungsrunde. Auf jeden Fall. Ich bin Kratz von Herr von Grau, wie du schon richtig gesagt hast. Ich mache unter anderem oder leite sozusagen die ganzen Aufnahmen, mache halt oder ich führe diesen ganzen Produktionsprozess durch, dass die Beats und der Rap dann nachher so klingt, wie es jetzt auf der Platte klingt. Und ja, ich schraube natürlich auch ein bisschen an den Beats mit jetzt neuerdings und bin auch der DJ Backup MC live und mache das ganze Label drumherum halt, dass man die Musik auch draußen hört. Das Booking gehört auch dazu, genau. Also alles, was so neben dem Musikmachen noch dazugehört, um mit der Musik irgendwie an Leute zu gelangen. Ich sehe schon, ich glaube, die ganze Scheißarbeit halt, ja, also das, was halt keinen Spaß macht, ja. Es ist ja euer drittes Herr von Grau Album, sozusagen eure dritte gemeinsame Arbeit und was natürlich auffällt, ist das Feature. Bekannt ist das Feature als eine Zusammenarbeit zwischen zwei Künstlern und ja, es war ein Entsandter des Edit Entertainments und wie kam es dazu? Also es ist ja man kann es ja schon fast sagen, Stilbruch. Stilbruch in dem Sinne, weil wir vorher so gut wie kein Feature hatten. Deswegen. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, also wir haben ja nie ausgeschlossen, dass wir mal irgendwann Features machen. Das hat sich bis jetzt bloß einfach nicht ergeben, weil die Tracks dann immer fertig waren. Also, naja, wir hatten auf jeden Fall schon, also so Stimmen, Gesangsfeature hatten wir schon. Zum Beispiel auf Heldenplätze war Curly Tears mit drauf. Die hat bei zwei Songs mitgesungen. Unter anderem hatten wir auch ein Saxophon-Feature mit Heine. Seines Zeichens auch Gitarrist bei Zweiraumwohnung und so. Ein super Saxophonspieler. Aber diesmal das erste Mal wirklich, wie man es so im Rap kennt, einen anderen Rapper mit drauf. Also, aber er rappt nicht, er singt da drauf. Das ist nämlich das Coole an Chefcat, der kann nicht nur gut rappen, der kann auch gut singen. Und das ist mir mal live aufgefallen bei einem Konzert, wo wir zusammen gespielt haben. Alter, der Typ kann ja richtig geil singen. So, ne? Und dann meinte ich mit Kratz, Alter, meinst du, so mal den featuren und so? Kratz, na klar, Alter, was ist denn los? So, und dann haben wir den angehauen nach dem Motto, ey, pass mal auf, hast du nicht Bock, uns mal deine Gesangsstimme zu leihen und so weiter? Und er, klar, wenn es mir gefällt. Dann kam er ins Studio, wir haben ihm das gezeigt und er fand es geil und hat das eingesungen. So kam das zustande. Das ist nicht schlecht, weil meistens, also oft hat man ja im Zusammenhang mit Edit Entertainment auch Ami Wu verbunden. Und jetzt kommen halt auch, wie gesagt, Gries, Chefcat, sozusagen alles zusammen. Und natürlich, wo wir gerade bei Features waren, die Stimme, irgendwann blicke ich zurück in eurem Video, das ihr natürlich gemacht habt. Also wirklich, das ist ein sehr gutes Video geworden. Die Leute sagen, es ist das beste Video, das Herr von Grau jemals gemacht hat. Jetzt ist die Frage, ist es das beste Video und warum soll es das sein? Also zum einen, es ist wahrscheinlich das aufwendigste Video gewesen, da es nicht rein
selbst gemacht ist von uns. Mhm. Also Klebeband war auch nicht von uns selber gemacht, aber diesmal ist es mit Schnitten ausgekommen. Klebeband ist wie gesagt ein One-Shot-Video, nennt man das, oder One-Taker. Da hatte Benny ja eine Kamera umgeschnallt bekommen und ist dann so durch die Gegend gestolpert. Bei diesem Video war es halt wirklich so, dass wir zwei Drehtage hatten und auch noch mit einem kleinen Mädchen, was natürlich nicht so leicht zu bändigen war, aber wie ich finde, für ihre 5 Jahre schon wirklich sehr professionell gearbeitet hat. Übrigens auch wieder eine Connection mit Edit. Die ist auch bei Edit gesigned. Natürlich. Sehr gut. So früh wie möglich anfangen. Ja klar, so muss das sein. Ob es das beste Video ist, klar, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es auch sehr geil. Also ich war sehr berührt, als ich das erste Mal vor dem Schwarz-Weiß-Machen gesehen habe. Also es wurde ja dann nochmal koloriert sozusagen im Nachhinein. Also es war eigentlich ein Video, was in Farbe war, aber Schwarz-Weiß wirkt es dann doch nochmal besser. Obwohl es ist nicht ganz Schwarz-Weiß, wie ich jetzt nochmal gesehen habe. Da ist so ein leichter Grünstich drin. Also es ist wirklich... Benny ist farbenblind, der hätte das gar nicht gesehen. So, ist da jetzt was anders? Wofür haben wir jetzt 50.000 Euro bezahlt? Ist doch gar nichts besser geworden. Nee, klar, ist vielleicht das beste Video. Ich mag's. Ist auch ein super Lied, ne? Risiko heißt es, falls wir es noch nicht oft genug gesagt haben, ja? Nee, jetzt aber bist du wirklich farbenblind? Weil das wäre ja dann Herr von Grau ja dann... Das wäre ja... Nein, ich bin nicht komplett blind. Ich sehe Farben, ich sehe verdammt viele Farben und ganz intensiv. Scheiße. Beispiel Test beim Augenarzt, man hat zwei Farbkreise, ne? Mit so Punkten drin und weiter. Man muss da Zahlen erkennen. Rechts erkennt ein normaler Mensch so und sowas, links erkennt einer mit Rotgrün irgendwas. Ich habe auf beiden nichts gesehen. Nur bunte Punkte. Das heißt, ich habe auch das Gefühl, ich sehe jeden Tag alle Farben anders. Aber wer weiß, woran das liegt? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte natürlich, um mich halt für auf das Interview vorzubereiten, habe ich im Internet geguckt, so was für Kommentare zu euren Videos, zu euren Tracks im Internet so stehen und habe mir gedacht, ich nehme einen positiven und einen negativen. Die Sache ist, ich habe keine negativen gefunden. Es war irgendwie, man hat gesucht und gesucht und ich wurde einfach nicht fündig. Die lösche ich immer gleich. Nee, dieses mit hängt ihn auf, macht ihn platt und wenn ich dich erwische und so weiter, hat der Typ, glaube ich, selber entfernt, der das hier geschrieben hat. Nee, das gibt's noch, aber das ist ganz weit vorne, also bei Klebeband gab es ganz krasse Kommentare mal am Anfang, aber da sind ja jetzt schon 30 Seiten, die du zurückblättern müsstest. Und jetzt natürlich der wichtigste Part jetzt auch für den Sommer, Promotion und Tourtermine. Wie habt ihr das sozusagen organisiert, weil es steht ja sozusagen die Tour an? Ja genau, es sind also 30 Termine waren es am Anfang, wir sind ja jetzt schon mittendrin, also wir spielen jedes Wochenende 1 bis 2 Shows, können halt unter der Woche immer sehr, sehr selten, weil wir uns dann immer Urlaub nehmen müssten und so, ist sehr schwierig. Aber das Booking hat dieses Jahr wirklich gut geklappt. Es kamen auch viele Anfragen kamen viele auf uns zu direkt. Also ich musste nicht alles selber klären sozusagen. Oder wir spielen auch in vielen Locations, wo wir letztes Jahr gespielt haben und die uns da gerne nochmal begrüßen dieses Jahr. Und wir sind gespannt, wie es wird. Leider fällt es ja über ein Großereignis der WM. So zeitlich ist das alles ein bisschen Überschneidung, aber das macht uns relativ wenig, ehrlich gesagt. Das stimmt, die WM, ja. Aber da wird jeder zum Fußballfan, ja. Jetzt, wo du gerade auch auf Tour sagst, ja, auf eurem Flyer, beziehungsweise ihr habt ja auf dem Revue-Flyer sind ja dann auch die Tourdaten. Und wie gesagt, also ich habe mir mal ein paar rausgeschrieben, es ist ja wirklich das One Love Festival, ihr seid auf dem Ragged Festival, Graffiti Box im Heinhausen bei uns im GFZ Club. Hey. Das ist wirklich sehr nett. Super geil, da. Und ihr seid zum zweiten Mal auf dem Hip-Hop Camp. Ja. Und also auf der Fusion übrigens, was nicht draufsteht. Ja, ich bin auch auf der Fusion. Lasst das den kapitalistischen Bruder nicht hören. Also das ist ja wirklich. Na dann, wie steht's um die Bewusstseinserweiterung? Seid ihr weiter als wir? Wer spricht da? Sag mal, wenn du wirklich irgendwer bist, machst du diese Lichter. Bewusstseinserweiterung, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir drin aussieht. Na, ich sag mal so, bei mir saß noch niemand auf dem Teppich und ich wusste nicht, wo er herkommt. Also.
Schlimme alte Wohnung von mir. Ja.